Willkommen zum Xidler, Freunde, bei Xidler 1, Mission 10. Oh, da geht's. Was ist los? Boah, der geht mir auf den Sack. Sag mal, wie viel hat denn der jetzt hier gebaut? Na, hör mal, das gibt's ja nicht. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Mal ganz ehrlich. Würdet ihr mal ein bisschen Material bringen, damit ich hier ein bisschen fertig bauen könnte? Liebe Freunde, jetzt reicht's mir aber, ey. Also beim nächsten greife ich an. Zockt mir dann gefreut da drin. Wieso hocken da Gefreite? Oh, das sieht natürlich prima aus. Das sieht natürlich obergeil aus. Das ist natürlich ein Oberleutnant. Oh, meine Siedler geht's gut. Denen geht's gut, bis aufs Gold. Das fehlt, das fehlt. Oh, komm schon. Jungs, bringt ein bisschen Baumaterial hier irgendwie hoch. Sonst kann ich hier das... Sonst schließe ich nämlich bald mal das Teil hier. Wenn ihr echt nur noch Holz habt für den Scheiß hier. Komisch, für hier unten haben sie Holz, ne? Hier Holzfällerhütten bauen und so. Ne? Ey, da will mein Holz klauen. da werden wir doch natürlich was dagegen tun. Ich ärgere den jetzt. Weil ich brauche den Anspruch für mein Holz. Das ist sowohl klar, ne? Und wenn mir einer im Weg steht und der breitet sich jetzt sowieso hier gerade so dermaßen aus und geht mir dadurch auf den Sack, dass ich ihn jetzt mal ein bisschen angreifen werde hier. Für das habe ich ja meine Soldaten. Naja gut, ich hoffe mal ein Unteroffizier wird reichen. Na komm. In so einem Moment klingelt doch eigentlich mein Telefon. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Schauen wir mal, ob ein Obergefreiter gegen Unteroffizier eine Chance hat. Ich hoffe es. Nein, der Penner. Der nervt, der Rote. Das ist doch ein Arsch. Gleiches Spiel. Aber hier klappt es jetzt bestimmt, oder? Nein. Scheiße. So ein scheiß kleiner, beschissener Unteroffizier klopft hier meine Männer weg. Jetzt kommt mein Leutnant. Jetzt komm. Jetzt zeig mal denen, was hier in den Haken ist. Jetzt komm. Zeig mal, was hier los ist. Was wir können. Wie gut wir sind. Ja, er hat ihn weggeklopft. Und den aber nicht. Okay, da brauchen wir nochmal drei Stück. Da sollten wir nochmal rangehen. Sorry. War wohl etwas verkalkuliert. Ich hoffe jetzt, dass ein bisschen bessere Soldaten kommen und nicht so 0815 Volltrottel. Wo einfach nichts taugen. Ah, das sieht doch gut aus. Oberleutnant. Ha, das hätte wahrscheinlich schon gereicht. Der eine. So, da kommen ja schon wieder neue raus hier. Haben wir ja noch genug. Tja. Easy, easy. Das wird jetzt easy. Also wenn der jetzt... Also wenn der Unteroffizier jetzt meinen Oberleutnant platt macht, dann fresse ich echt hier einen Besen. Zack. Dübel hat's gemacht. Der könnte doch eigentlich schon mal aufgehen, oder? Im Prinzip ist er schon tot. Jetzt habe ich wegen dem beschissenen Gebäude einen Bogen machen müssen, oder was? Naja, was soll's. Mein Holzfäller kann sich austoben.
hier einen Baumknutscher oder brauchen wir nochmal einen? Komm, wir machen noch einen zweiten, weil es so schön ist. Warum eigentlich nicht? Umso mehr Holz gibt's. Wir können da ein bisschen was verarbeiten. Und vielleicht kriegt ihr auch mal meine Baustelle da oben ein bisschen Holz ab. Wenn sie gütig sind, aber so wie es aussieht, kriegen sie nichts. Nein. Warum nicht? Muss ich jetzt extra hier noch irgendwo eine... Junge, der kriegt aber ganz schön Holz hier. Ja, für das baue ich eine zweite Sägerei. Ist ja wohl klar. Dann haben die mehr Platz. Wie sieht's hier aus? Geht da noch was? Oder? Ja. Wow. Bisschen Überblick verschaffen. Sehr gut. Was wir nochmal eine Schmelze brauchen, einfach sagen. Ich glaube, die fangen an schon die Stahldinger ein. Ne. Die schmolzen die Stahllagen. Doch, sie lagen ein. Na, 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 na. Ihr werdet doch nicht. Wieso kann ich da kein Verbindungsstück machen darüber? Naja, was soll es? Ach, ist das ein schönes Retro-Game. Ne, ich muss sagen, echt klasse. Ich habe es ja sogar bei Amazon gefunden. Unglaublich. Da gibt's das noch. Ich habe es damals bei Pearl bestellt. Ah. Ja. Amazon könnt ihr es bestellen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber wahrscheinlich, wenn die Hälfte der Programmierer gestorben ist, unterstützt sie. Kauft das Spiel. Los. Befehlt's euch. Wenn es euch so gefällt wie mir. So. Na, ihr. Machen wir mal noch einen Weg da hoch. Dass so ein kleiner Durchgang ist. Vielleicht in der Hoffnung, dass sie das Holz, das Gesägte hier hochtragen. Na, ah, die wird doch funktionieren, ey. Ja, komischerweise, hier bauen sie das, ne? Guck mal, die lagern Holz ein. Nee, oder? Ihr werdet doch nicht. Wo tragst du das? Doch! Der hat tatsächlich einen Holzbalken eingelagert. Ist ja nicht wahr. Das langt zu aber hier. Fischkorn. Gut, haben wir einen Überfluss. Was ist wichtig? Essen ist immer wichtig. Meine Siedler haben Hunger. Vor allem die im Bergbau. Haha. Ja, das Stück da unten, das konntest du ja entbehren, ne? Ich will nicht, dass du hier mein Holz hier irgendwie anpflanzen darfst, aber... Hier irgendwie Holz hacken ist nicht, ne? Das weißt du schon. So. Leute, wie sieht's aus? Sollen wir noch mal ein bisschen Terror machen oder so? Ich wäre dafür, weil die bauen hier immer weiter. Die meinen es ernst. Die haben nicht mal mehr Soldaten und bauen. Ich habe den hier, Oh, Kohle. Ja, da läuft sowieso nichts mehr, ey. Die sind doch fertig. Und die mit dem Gold ist... Ich weiß nicht, ob ich die Gebäude überhaupt noch fertig kriege in diesem Leben. Ist echt total verhext gerade. Die liefern keine Waren hoch. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, ich hoffe jetzt, dass jetzt hier das Holz bringen. Zum Sägen. Guck mal, der kriegt den ganzen Scheiß da oben. Ich hoffe jetzt nicht, dass es hier auslaufen wird, also. Klar, oder? Ja, klar. Naja, hier werde ich ja im Leben nicht angegriffen, hier oben. Das ist alles gut geschützt. So wie es sich gehört. Mein Gott, liefern die Waffen.
Das ist ja unglaublich. Oh, wir haben Essen im Überfluss. Wir haben Waffen im Überfluss. Wir haben alles im Überfluss. Wir haben Werkzeuge, wir haben alles haben wir. Nur nicht Goldminen, weil sie da irgendwie zu blöd sind. Ohne Scheiß da oben das Zeug hinzulegen. Ich weiß es auch nicht. Ich könnte mal. Ah, mein Gott, bin ich bescheuert. Ich könnte einfach mal die. Die Materialvergabe. Ha, jetzt passt mal auf. Nee, halt, wo war denn das? Ich muss selber nochmal nachdenken. Ah, hier, genau. Weißt du was? Der bekommt jetzt erstmal gar nichts. Blub, blub, blub. Den haben wir zurücksetzen, aber der kriegt jetzt erstmal gar nichts mehr. So, jetzt gibt's nämlich erstmal Holz dort oben. An meiner Baustelle. So, ihr Krippel. Jetzt bringt mal die Scheiße da hoch. Dass die mal fertig werden, ey. Sonst gibt's hier. Ich will das Gold jetzt mal haben hier. Aha. Guck mal. Schon tragen sie es in die andere Richtung. So, alles nur wegen dem Freak. Da oben, ey. Der hat die ganze Zeit das Holz gekriegt. Guck mal, das sieht auch schon. Geht da was, oder? Guck mal, hier Kohle und Eisen. So, jetzt wird in die richtige Richtung gebracht. Jetzt seht ihr, dass das Zeugs nach oben tragen. Also gesagt, es geht jetzt auch in diese Richtung. Hier irgendwo. Da, da, da. Hier. Da kommt schon die erste Lieferung. Sie schleppt sich schleppend voran. Also, ich habe hier zwei so Baumknutsch. Kriegen Sie noch die Reihe, oder was? Aber hier hoffe ich doch. Anpflanzen da. Oh, mich kratzt es im Auge. Sorry, ich muss ganz. Oh. Oh. Verdammt nochmal. So. Ja, hier kommt ja auch schon ein bisschen Ware, ne? Oh, sie tragen Holz in die Richtung. In die richtige Richtung. Yes, yes, yes. Nein, ich werde es doch noch erleben. Sie bekommen Material. Ist ja fast wie Weihnachten hier. Mein Gott. Von beiden Seiten, oder wie? Boah. Junge, Junge. Meine Herren. Das gefällt mir aber gar nicht, was du hier machst. Das ist schon bewusst, oder? Oh, ich könnte mal noch ein bisschen Holz abholzen. Hm. Brauchen wir das? Nee. Okay, das lag uns ein. Wir können das wieder retour machen, das Ganze. Dass der Penner auch noch ein bisschen was kriegt. So, jetzt könnt ihr das Holz in den Arsch reinstecken da oben. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Auf jeden Fall ist hier jetzt genug auf dem Weg. So. Soll ich sie hier? Woher haben die Soldaten? Oh nein, die kommen nicht mit irgendeinem Scheiß, die kommen gleich mit Leutnants raus, ey. Die scheiß Cheater. Verdammte. Das gibt's nicht. Der macht sich immer breiter. Der will's echt wissen. Warte, sobald ich mein Gold hab, Junge, du wirst doch winseln um Gnade, mein Freund. Das schwöre ich dir.
gesehen für ihn. Dann habe ich nämlich das Goldmonopol in meiner Hand und dann geht's ab, dann wirst du bluten. So, sie sind gleich an der Baustelle angekommen. Und wir werden im nächsten Part zuschauen, wie sie das Ganze zusammennageln. Bis gleich. Bleib dran.